Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Miniserie Ich bastel mir einen Retro-Computer zusammen. In der letzten Folge habe ich im Prinzip den Computer, den ich mir gekauft habe, grob vorgestellt, warum ich mir den ausgesucht habe, und wir haben schon einmal die Soundkarte eingebaut und das eine Modem ausgebaut, was wir nicht brauchen werden. Da sind wir beim Anmachen gleich über ein Problem gestolpert, und zwar ist die BIOS-Batterie tot. Ja, was ist das BIOS? Das BIOS ist im Prinzip, also geschrieben BIOS, das gibt es auch noch in neuen Computern, und das ist im Prinzip so das grundsätzliche Gehirn eines Computers. Das sagt im Prinzip, wenn ihr den Computer anmacht, hier, guck mal zum Beispiel, da ist eine Festplatte, da ist ein Betriebssystem drauf, guck da erstmal mal nach, ob da ein Betriebssystem drauf ist, dass wir überhaupt hochfahren können. Also diese Boot-Reihenfolge nennt man das, wird da eingestellt. Dann wird er eingestellt, was für eine Uhrzeit es ist und so weiter und so weiter. Und diese Daten sollten natürlich unabhängig vom Stromnetz gespeichert werden. Aber wenn man den Strom wegnimmt, muss es ja irgendwo drauf gespeichert werden. Und dadurch ist wie bei alten Super Nintendo Modulen zum Beispiel eine kleine Batterie notwendig, die immer so ein bisschen Strom dafür liefert, dass er das abspeichert. Da gibt es bei Computern dieser Generation drei Varianten, wie diese Batterie dort eingebaut ist. Und zwar die einfachste Variante ist eine ganz normale Knopfzelle, die man wirklich ganz einfach tauschen kann. Ratet mal, die einfachste Variante habe ich natürlich nicht. Ich habe aber auch nicht die schlechteste Variante. Und zwar sind das so kleine zylinderförmige Wattebatterien, die dann quasi direkt auf das Mainboard eingeschweißt sind. Das sind ganz spezielle Batterien, die werden wahrscheinlich, denke ich mal, irgendwo anders auch noch Verwendung finden. Wo genau, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich da nicht so der ganze Experte bin. Die habe ich zum Glück nicht. Warum ist das die schlechteste? Die laufen gerne mal aus. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn also Batteriesäure auf euer Mainboard tropft, na, sagen wir mal so, das ist nicht unbedingt gesund. Und zwar habe ich die dritte Variante als Batterie, und zwar sowas hier. Jetzt werdet ihr euch wundern, das ist eine Batterie? Ja, das ist eine Batterie, und das ist so eine sogenannte Dellas BIOS Batterie mit eingebauter Uhr. Also die Systemuhr ist hier mit eingebaut, und wenn ihr jetzt diesen Deckel hier aufmachen würdet, dann ist da auch noch eine Batterie drin, die das Ganze befeuert. Die ist bei mir, ja, alle, bei Batterien, irgendwann gehen die halt mal alle, die halten so 10, 15 Jahre, habe ich gelesen. Das, genau das Modell habe ich bei mir auch verbaut, da habe ich schon gesehen, das seht ihr hier, ne, mal gucken, ob es mit dem Zoom geht, seht ihr hier die Seriennummer. Habe ich mir besorgt, kriegt man zum Glück heutzutage niegelnagelneu noch im Internet bei eBay. Ich habe das von einem englischen Händler für, ich glaube, 5 oder 6 Euro plus Versand bezahlt. Alternativ, wenn ihr noch günstiger gehen wollt, gibt es das sogar, glaube ich, für 2 oder 3 Euro inklusive Versand. Versand aber aus China. Und bis das hier ist, also so lange wollte ich nicht warten. Und diese 2, 3 Euro mehr bezahle ich dann gerne. Die ist jetzt endlich da, jetzt kann ich weitermachen. Und dann tauschen wir auf jeden Fall jetzt zuerst mal die BIOS-Batterie aus, bevor wir alles weitere machen. Und ich zeige euch dann genau, warum und wie wir das jetzt machen. Weil ich habe nämlich das Glück im Unglück gehabt und die etwas einfache Variante davon erwischt. Weil davon gibt es nämlich auch zwei Varianten. Und schalten wir es auf dem Computer auf und gucken uns das Ganze mal genau an. So, jetzt haben wir hier wieder den Computer aufgeschraubt. Ich habe mich natürlich im Vorfeld wieder geerdet. Hier kommen wir zu einem kleinen Problem, und zwar, ich hoffe, das kann man einigermaßen gut erkennen, die Batterie, ich ziehe hier mal die Kabel ab, das müssen wir nämlich auf jeden Fall machen. So, und zwar liegt die Batterie hier. Wie man sieht, ist da ein Rahmen relativ weit drüber, deswegen müssen wir das ganze Mainboard leider ausbauen. Und dafür müssen wir erstmal hier eine Kabel ziehen. Um hier nichts zu verwirren, werde ich versuchen, die ganzen Kabel auf dem Mainboard stecken zu lassen, um das irgendwie dann so rauszukriegen. Also, hoffen wir mal das Beste. Ausbaumontage!
So, ich habe es jetzt nicht komplett rausgeholt, weil wie gesagt, ich mit den Kabeln, die sind gut angeschlossen, die können so bleiben. Aber hier seht ihr das Dallas-Zeitmodul auf dem Mainboard eingebaut. Ich habe vorhin angesprochen, es gibt da eine gute und eine schlechte Variante. Ich habe eine gute erwischt, weil die nämlich hier auf einen Sockel sitzt. Das heißt, man müsste die jetzt gleich hier ganz einfach raushebeln können und dann das neue Teil einsetzen können. Es gab wohl auch Mainboard-Hersteller damals, die haben sich diese paar Cent für diesen Sockel gespart und die Batterie dann gleich fest auf das Mainboard gelötet. Das würde die ganze Operation natürlich wesentlich, wesentlich schwieriger machen. Deswegen habe ich Glück im Unglück gehabt. Ich schaue mal, ob ich die sogar vielleicht mit der Hand abziehen kann. Ich habe im Internet gelesen, man soll mit einem Schraubenzieher leicht drunter hebeln. Das muss ich hier, glaube ich, doch machen, um das einmal auszubauen. Ja, man sieht, es bewegt sich schon etwas. Ja. So. Ab ist das ganze Ding. Wie man sieht, das ist das alte Stück. So, jetzt muss ich die Kamera suchen. Das ist das alte Stück. Wir bauen jetzt das neue ein. Hier haben wir das gute Stück. Machen wir das Schutzschaumstoff ab. Wie man sieht, von den Anschlüssen her ist das dasselbe Modell. Ich muss vielleicht auch mal in die Kamera halten. Von den Pins her passt es auf jeden Fall. So, und dann setzen wir das Ganze wieder ein. So war auch das alte Modell drauf. Einmal festdrücken. So. Und jetzt müsste das gute Ding wieder Saft haben. So. Ich gucke mal, ob es gut passt. Ja. Müsste auf jeden Fall Kontakt haben. Und dann bauen wir wieder alles ein. So, also, der Schrauben war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Alles ist wieder zusammengebaut, die Batterie ist ausgetauscht. Bevor wir jetzt auf den Computer schalten, möchte ich euch noch zeigen, was ich mir noch gekauft habe, um den Computer überhaupt in Betrieb nehmen zu können. Und zwar als erstes dieses kleine, unauffällige Ding. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, was zum Teufel ist das? Also hier ist ein VGA-Anschluss, da kommt das Kabel dann rein. Hier ist HDMI raus. Also, das wandelt mir das VGA-Signal vom Computer in ein HDMI-Signal um, dass ich das an meinen Monitor besser anschließen kann. Und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, warum braucht der HDMI? Es hat einen ganz einfachen Grund, und zwar, weil meine Capture-Card nur HDMI nimmt. Da ich natürlich die Spiele und so weiter direkt aufnehmen möchte, muss ich also das Signal in HDMI umwandeln. Und dafür ist der kleine Freund hier gut. War nicht teuer, 12 Euro, deswegen weiß ich nicht, wie gut der im Endeffekt ist. Kommt ein kleiner USB-Anschluss noch, dass der natürlich Strom kriegt. Hier schließt man dann auch die Soundkarte an, weil auch Sound läuft hier über HDMI. Und deswegen schauen wir mal, wie das läuft. Dann habe ich mir noch zwei Sachen gekauft, und zwar einmal eine billige Maus mit diesem PS2-Anschluss, was ich meinte. Das ist natürlich kein USB, sondern PS2. Ebenso eine Tastatur. Nichts Besonderes. Mir kam es wirklich nur auf den PS2-Anschluss an. Und zwar habe ich versucht, mit einem Adapter meine USB-Festplatten, ich habe Tastaturen anzuschließen. Ging alles nicht. Ich weiß nicht, was daran liegt. Vielleicht sind die Dinger zu modern, dass sie zu viel Strom brauchen. Falls wer weiß, wie ich vielleicht durch irgendwelche Adapter-Speziallösungen oder ähnliches, wie ich hier meine geliebte mechanische Tastatur
Das ist die, mal gucken, Kabel, so, das ist die G710. Oh, ich liebe die, wenn ihr das hört, ah, herrlich. Wenn ich die irgendwie dran kriegen würde, natürlich die Tastenhintergrund, Beleuchtung und so weiter, sowas brauche ich ja nicht, da wird auch nicht genug Strom drüber laufen, aber wenn ich die irgendwie zum Laufen kriegen würde, wäre das echt schön. Vielleicht hat wer von euch einen Tipp, keine Ahnung. Auf jeden Fall schalten wir jetzt mal auf den Computer und gucken mal, ob das auch mit dem Capture-Device und so weiter geht. Also, ich bin gespannt. So, wie ihr vielleicht sehen könnt, klappt das leider mit der Capture-Card nicht ganz. Ich verstehe nicht, warum. Das Bild wird gut durchgeschleust, aber meine Aufnahmesoftware weigert sich aus irgendeinem Grund, irgendwie das Ganze aufzunehmen. Deswegen muss ich es leider diesmal noch abfilmen. Ich hoffe, dass ich bis zum nächsten Mal das Problem gelöst habe. Wie wir sehen, sind wir einen Schritt weiter gekommen. Wir bekommen auf jeden Fall nicht mehr den Fehler, dass wir die Batterie wechseln sollen. Allerdings habe ich gerade schon geguckt, sind wir in ein anderes Problem reingeraten. Und zwar, wenn wir jetzt in das BIOS reingehen, wir müssen F2 dafür drücken, Setup. So sieht ein BIOS aus. Wie ihr seht, habt ihr hier so die grundsätzlichen Einstellungen. Und so weiter. Die Bootsequenzen kann man hier einstellen. Ich stelle mal die Zeit ein. Und zwar haben wir momentan 19,34 Euro. Falscher Knopf. So, 34. Das ist leider ohne Maussteuerbar und daher etwas hakelig. Ich habe jetzt mal als Datum, heute haben wir den 4.6.2018, habe ich jetzt mal den 4.6.1995 eingegeben. Warum? Ganz einfach, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, es gab ja diesen berühmten 2000er-Bug, wo viel vorhergesagt wurde, dass abstürzt und so weiter. Und ich weiß nicht, ob der fit ist dafür. Deswegen lasse ich das Ganze. Und zwar bin ich in ein neues Problem hineingelaufen. Hier stimmt alles soweit, und zwar hier. Und zwar erkennt er die Festplatte nicht. Ich habe gerade mal nach dem bestimmten Modell rumgegoogelt, dass ich was für eine Eigenschaften das hat, dass ich das hier entsprechend eingegeben habe. Es geht trotzdem nicht. Ich hoffe nicht, dass die Festplatte kaputt ist. Also sie macht auf jeden Fall Geräusche, deswegen kann sie nicht komplett kaputt sein. Das wäre natürlich blöd, wobei er das CD-ROM-Laufwerk komischerweise ja auch nicht erkennt. Also da muss ich dann auf jeden Fall mal nachforschen, denn ich kann nichts weiter sonst großartig einstellen. Zumindest fällt mir nichts ein, was ich machen könnte. Die Werte speichern wir und ohne Festplatte kann er natürlich nicht hochfahren. Das ist das Problem. So, beenden, so. Er fährt jetzt ganz normal hoch, findet natürlich dann kein Betriebssystem. Und deswegen komme ich hier heute leider nicht weiter. Und deswegen, vielleicht weiß wer auch irgendeine Lösung. Da steht Festplattenversagen. Das kann natürlich sein, dass ich dies falsch eingegeben habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, falls da wer vielleicht eine Idee hat, woran es liegen könnte. Ich hoffe ja nicht, dass die Festplatte wirklich kaputt ist. Aber wie gesagt, das CD-ROM-Laufwerk erkennt er auch irgendwie nicht. Vielleicht ist es nur das Kabel, was kaputt ist oder ähnliches. Keine Ahnung. Falls ihr Ideen habt, könnt ihr das gerne ins Kommentarfeld reinschreiben. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut. Tschüss.